nicht den Kopf in diesem Kapitel. Die Nerven vielleicht maximal, ne? Also wenn dein Computerbildschirm einen Riss kriegt, dann habe ich hier wirklich die Nerven verloren. Okay. Oh, das Schiff schwankt, ne? Haben wir Seegang. Köpfe werden rollen. Okay, einige. Und ich muss den einen rauspicken, oder? Den einen einzigen, den ich brauche. Bestimmt. Ja, jetzt schauen wir mal. So, Zettel. Zettel? Bitte? Hallo. Jetzt. Von leitender Sicherheitsbeauftragter. An gesamte Crew. Achtung! Blinde Passagiere an Bord. Zwei davon höchstwahrscheinlich Kinder. Werden im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Wurden dort gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbeaufsichtigt auf dem Schiff herumwandern. Bei Sichtkontakt sofort fassen. Also zumindest mal nicht erschießen. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir da? Der Topf, nee, der macht nichts, okay. Der macht auch nichts. Die Töpfe machen nichts. Tür da, Tür weg, je nach Blickwinkel. Du bist ja einer. Hier, oder was? Hier bin ich rausgekommen. Nee, doch, hier bin ich hergekommen. Mit an nahezu, nee. Nee, doch, da bin ich reingekommen. Ja, jetzt. Oh. Ja, da bin ich auch rumgelangt. Jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Was ist das für eine Scheiße hier? Oh, Tür. Naja, die ist zu. Je nach Blickwinkel ist die Tür da oder weg. Alles schon nicht schlecht, ne? Das haben die gut gemacht. Was das bedeuten soll, weiß ich nicht, aber... Wenn man halt jetzt doof ist und die ganze Zeit nur so rum im Kreislauf dem Uhrzeigersinn, dann hat man verloren, ne? So, jetzt ist aber... Ne, dann hat man gewonnen. Okay. So. Okay. Merkwürdige Geräusche erschließen sich mir. Da geht's... Wo rein? Jetzt vermute ich mal, gleiches Prinzip. Nö, doch nicht. Okay. Aber man kann ja mal was mutmaßen. Was? War das eben schon da? Naja. Ich habe jetzt ein bisschen Angst hier wieder, mich zu faspeln und zu verlaufen. Jetzt weiß ich auch nicht. Ah, guck mal. Are you not afraid of death? Some people believe in nothing. And so they live for nothing. To live without belief. Is more terrible than dying. Bringt die Dinger was fürs Ende? Ich weiß es auch nicht. Ne? Aber so habe ich mit Sicherheit auch nicht alle gefunden. Hier liegt Zeug rum, das kann ich aber nicht nehmen. Warum steht der jetzt nicht auf, der Mann? Jetzt, okay. Ja. Ja, ich habe irgendwie immer doch Angst, was zu übersehen, was zu verpassen. Dann immer Angst, wenn ich jetzt gleich durch die Tür gehe, dann bleibt da vielleicht was liegen. Dann laufe ich lieber nochmal einen Schritt dahin. Das zu. Und dann kostet das ein bisschen Zeit. Und vielleicht sogar umsonst. So, und jetzt laufe ich wahrscheinlich gerade umsonst zurück. Genau. Nichts ist okay. Gar nichts ist okay. Die ist zu. Gar... Also bitte... Ah! Ah, da war ich doch eben. Ja. Oh je. Ja, jetzt schneide ich alles weg, ne? Was ist das? Nix. Was ist das? Tür. Auch zu. Himmel, Herrgott!
Spiel verarscht mich gerade voll. Das kannst du aber laut sagen, ja. Ist nicht schwer, mich zu verarschen. Bin seit 6 Uhr wach. Ich bin eigentlich auch ein bisschen müde. Ich hatte eigentlich auch vorher kurz den Gedanken, komm, heute streamst du nicht, geh ins Bett. Scheiß drauf. Aber dann habe ich gedacht, Kapitel 3 bist du schon. Nur noch ins vierte. Vielleicht schaffst du es ja. Güte. So, also ich war schon richtig. Aber wohl nicht ganz richtig. Ne? Weil diese Tür ist ja zu. Wie? Soeben ich vernahm. Nun muss ich vielleicht hier noch irgendetwas tun. Vielleicht gibt es einen Schlüssel. Oder so. Moment. Moment. Nee? So? Alles klar. Super. Nächstes Mal sagst du Bescheid. Social Media Süchtiger. Es ist schon schlimm, ne? Kaum das Handy. Und er denkt, boah, könnte was Wichtiges sein. Ist aber in 95% der Fälle irgendetwas, das unwichtiger nicht sein könnte. Ja, sieht doch fein aus hier, ne? Gehen wir hoch. Hier nochmal kurz unten gucken, ob hier irgendwie Sachen rumfliegen, die man eventuell später brauchen könnte. Pff, keine Ahnung, M16, Maschinengewehr, solche Geschichten. Aber ist nicht der Fall. Kommt nochmal sowas mit Türen, sag mal. Was hast du gehört? Auf den Jumpscare eben, ne? Ja, ich komme jetzt doch so langsam in ein Alter, wo man sich dann doch mal erschrickt. Was? Ich bin keine 20 mehr, ne? Merkt man schon? Früher war das alles leicht, so hier. Wobei, wie alt war ich bei Silent Hill? Ich glaube 16. 16 oder 17. Und meine Fresse hat mich dieses Spiel verängstigt. Ich konnte. Be there for her, like she was for you. Okay. Ja. Dieses Spiel konnte ich nach einer Zeit im Dunkeln nicht mehr spielen. Verwirrende Ansicht gleich. Ja. Was haben wir eigentlich für eine Verzögerung? 3 Minuten oder 5? Und Sie? Kann ich Ihnen helfen? Wohnen Sie hier? Moment. Verwirrende Ansicht. Also wahrscheinlich ganz oben. Schätze ich mal. Es geht ja auch nun gerade nicht in viele Richtungen hier. Die ist jetzt noch nicht so verwirrend, die Sicht. Jetzt hat der Controller vibriert. Das ist James. Der Junge, ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Was mich ein bisschen verwirrt hat, im dritten Kapitel steht man vorm Spiegel und er scheint irgendwie dahinter zu sein oder man selbst ist er. Ich. Du weißt noch diese Bettgeschichte da, wo man dem einen die Karten da, die Karte wegnehmen muss und da, wo du noch sagtest, hier, so lange dauert das. Folge der Apfelkrumenspur. Das sind komplette Äpfel, Junge. Wieder was fürs Grammophon. Oder nee, für diese Spieluhr da. Nicht Grammophon, Entschuldigung. Für diese Spieluhr. Fragwürdig, ob man sie denn nachher noch, wenn ich dieses Kapitel beendet habe, anhören kann. Aber ich schätze mal schon. Also wenn man die Kapitel nochmal spielen kann, dann wird man sicherlich das auch nochmal anhören können. So. Also, hier ist soweit mal nichts weiter. Wo sollen denn auch diese ganzen Dias rumliegen, sagen wir mal, die man da reinstecken kann in das Gerät? Moment. Da ist doch. Nee, das war das Radio. Tja, das habe ich fast erwartet, ne? Geht's runter, eigentlich? Theoretisch schon. Praktisch nein. Nicht erschrecken, ja, Kinder. Habe ich nicht gemacht. Jetzt wird es allerdings wieder arg dunkel. Jetzt wird es wieder arg hell. Gut.
Tür. Suggeriert mir, dass es da oben nicht großartig weitergeht. Aber ich gehe trotzdem mal gucken. So. Ja. Schade. Auch kein Dia da oben. So, Verwirrung incoming. Also hier drin, oder? Verwirrung incoming. Ah. Ja gut, Verwirrung ist es jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall mal Respekt. Alles klar, das ist Inception. Hä? Was? Es ist geil. Okay, ich freue mich. Ich weiß nur nicht, was das Spiel mir damit sagen will. Ich weiß es echt nicht, es ist merkwürdig. Okay, also... Ich muss schon... Nee, ich komme hier... Hier komme ich schon her, ne? Oder? Ja, da bin ich durchgekommen. Sehr schön. Okay. Ja, ja, gut, ist ja in Ordnung. Machen wir alles. Machen wir. Geht. Okay. Ja, gut, es ist alles perfekt. Es ist gar nichts perfekt. Warum? Warum? Frage ich dich, Spiel. Hat hier jemand die Achse umgekehrt oder was? Alles klar. Ja, das ist super. Okay. Nee, das will ich ja nicht, oder? Oder will ich das? Das ist doch eine Tür. Geh doch hin. Hallo? Gut. Jetzt geh durch die Tür. Rutsch durch die Tür. Okay. Das ist interessant. Soll das? Werde ich zerschnitten, wenn ich da durchlaufe? Nicht den Kopf verlieren. Ja, hier. Okay, ich formuliere die Frage um. Verliere ich den Kopf, wenn ich da durchlaufe? Ich meine nicht, dass ich eine Wahl hätte. Vielleicht habe ich eine Wahl. Was ist das? Kann ich da rein? Naja gut, ich werde ja müssen, nicht? Wenn ich tot bin, bin ich halt tot. Nö, passiert nichts. Gut. Also es passiert schon irgendwas. Oh nein, es passiert aber nichts Gutes. Oh nein, oder? Ich werde jetzt nicht noch nebenher von... Ja, der Candyman kann mir das schon gut erklären, ne? Also gut. Ich weiß nicht, ob das richtig war, was ich gemacht habe. Ich weiß nur, ich hatte keine Wahl in dem Moment, so wirklich. Und ich meine aber auch den Kollegen wieder gehört zu haben, der mich im Kapitel 2 häufig verfolgt hat. Ist es denn die Möglichkeit? Gut, jetzt haben wir einen Puff. Ist auch gut. Aber wann hast du schon mal die Möglichkeit, den Puff an die Decke zu gehen? Verliere den Charakter. Finde dich selbst. Och, lutsch mir doch ein. Was soll denn das? Finde den Charakter, verliere dich selbst. Was soll ich tun? Ich weiß ja nicht mal, ob es gut ist, der Charakter zu sein oder ich selbst. Oder also, ne? Verliere den Charakter, finde dich selbst. Selbst. Tja, was ist denn hier eine gute Idee? Was hast denn du hier gemacht? Weißt du das noch? Ich meine, wahrscheinlich hängt es natürlich mit den ganzen anderen Tafeln zusammen, die man so drehen kann.
Und wenn man dann einmal so und einmal so sich entscheidet, ist es wahrscheinlich auch nicht unbedingt so dolle. Wird das Spiel sich wahrscheinlich denken. Deswegen wäre ja es immer gut zu wissen, wenn man was auch immer hier tut, wie sich das auf das Ende auswirkt. Das zweite, weil sonst alles am Kopf steht. Auf dem Kopf. So, und was war jetzt das erste ursprünglich? Warum flackert es hier so? Ach, das ist die Kerze. Okay. Some parts are not to be played. Some Okay, manche Rollen werden nicht gespielt. Manche Rollen. Ich glaube, du meintest, das ist jetzt so richtig. Jetzt hat man nämlich wieder Apple da, denen man folgen kann. Man kann aber auch nicht, doch man muss sogar den Äpfeln folgen. Wenn ich das jetzt wieder drehe, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Zitrone. Das ist eine Zitrone, ja? Soll ich die nehmen? Ich nehme mal an, aufgrund deiner Reaktion, dass du diese Zitrone nicht gefunden hast. Ich möchte aber Kirschen mitnehmen für unterwegs. Kirschen, feine Kirschen zum Naschen. Vielleicht mache ich eine Schwarzwälder unterwegs. Je nachdem, wie lange ich das Spiel noch spiele. Zitrone. Noch eine Zitrone? Nö. Ich will einen Apfel wieder. Mandarine. Pflaume. Ach, bitte. Banane. Im zweiten Kapitel hast du eine gefunden im Büro. Was haben denn Zitronen jetzt hier für eine Bedeutung? Egal. So, was haben wir da? Ein Hut. Ein Damenhut. Na gut, gehen wir weiter. Ein Bild? Kein Bild. Also Spiegel. Kein Spiegelbild. Gibt es auf dem PC auf höchsten Einstellungen ein Spiegelbild bei Layers of Fear 2? Bei Layers of Fear 1 war das so. Allerdings hatte ich damals auf meinem Laptop nur noch eine Diashow, deswegen habe ich es ohne Bild im Spiegel gespielt. Da, wo die den Banküberfall mit dem Tresor nachspielten, bin ich einfach durch. Ah. Ja, jetzt bin ich auch verwirrt. Ist es ein Dia? Es ist ein Dia. Dia, ja, ein Dia. So, kann man das spielen und das klappt dann zu? Nö. So, wo gehen wir in den Urlaub? Zack. Wo ist das? Wo ist das? Moment. Da haben wir. Moment, da ist er. Moment. Da ist er. Das kannst du jetzt aber hier auch nicht so präzise einstellen. Ist egal. Porno dir? Pornografie in dem Spiel? Das ist ja verrückt. Das wollen wir doch gar nicht. Ich habe eine Vermutung. Ich renne einfach. Vielleicht hätte ich nicht rennen sollen. Ich weiß. Was? Okay. Ah, gut, jetzt sind ja mal sämtliche Räume offen, aber ich kann da nicht rein. Da sind Vorhänge dahinter. Ich kann vielleicht durch die Vorhänge gehen. Nein, kann ich nicht. Spanisch. Buenos Dias. Ja, aber was heißt das, Buenos Dias?
Meinst du Buenos Dias? Also Dias ist gut, ist Tag. Heißt doch Pornos, oder? Ja. Ja, wie gesagt, Spanisch ist nicht so meins. Deswegen halte ich mich da raus. So, jetzt haben wir hier lauter Schuhe. Da jetzt nicht weiter. Aber ich muss. Ich zwar. Muss. Was schreibst du für Sachen? Also wirklich. Soll ich das anzeigen? Ich zeig das mal an. Komm. Was steht denn da? Das ist bestimmt das. Muschis gracias. Ja. Was? Ja, schon. Ich verstehe. Okay, also ich lege den Dings hier. Hebel um. Dadurch entsteht eine Hebelwirkung. Natürlich nicht. Wollen wir das? Ich denke nicht. Muss ich hin? Wo? Muss ich irgendwo? Ach, vielleicht sollte ich einfach sterben. Lauf weg. Ja, okay. Also, die Verzögerung scheint noch einigermaßen human zu sein. Lauf. Zu spät, ja. Er hätte ja auch nicht gedacht, dass der Sarg aufgeht. Und also in einem Horrorspiel doch nicht. Also gut. Hebel runter und ab geht die Luzi, ne? Haben wir gesagt. Lauf, Forrest! Lauf, Forrest! Lauf schneller, Forrest! Vergiss deine Beinschienen! Wenn Gott gewollt hätte, dass alle Menschen gleich sind, würden wir alle Beinschienen tragen. Das war ein Filmzitat übrigens. Verfolgt es mich noch? Nö. Was passiert, wenn ich zurückgehe?